In dieser Folge von Synth Hunter gibt es ein kurzes Update zum Roland Juno 2. Das Gerät konnte nicht fertiggestellt werden und landet jetzt ein weiteres Mal auf der Werkbank. Wenn man mit einer Reparatur nicht weiterkommt, ist es manchmal gar nicht schlecht, ein Gerät eine Zeit lang beiseite zu legen, um dann wieder unvoreingenommen an die Sache ranzugehen. Nun ist es soweit und der Synth Hunter wird sich den Roland nochmal etwas genauer anschauen. Letzter Stand war, dass sich der Schaltpanel links neben dem Display nicht bedienen lässt. Bei der vorherigen Fehleranalyse konnte die Ursache nicht einwandfrei festgestellt werden, vermutlich ist dafür der IC18 verantwortlich. Der Fehler könnte aber auch ganz woanders liegen. Weiterhin können nicht alle Töne auf der Tastatur gespielt werden. Das liegt entweder an der Tastatur selber oder, wie vermutet, an einem defekten Voice Chip. Um eine defekte CPU als Fehlerquelle auszuschließen, wurde diese herausgelötet. Ein IC-Sockel installiert und ein nagelneuer Prozessor eingesetzt. Diese Aktion hat aber leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Im gleichen Arbeitsgang wurde dann noch ein IC getauscht und alle 6 Filterchips gesockelt. Weiterhin wurde die Tastatur nochmal in Augenschein genommen. Sämtliche Verbindungskabel wurden mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Flachbandkabel, welches die beiden Tastaturplatinen verbindet, beim Einsetzen beschädigt wurde. Die Kontakte haben sich, wie hier zu sehen, beim Einstecken vom Träger gelöst. Das war jedoch nicht weiter schlimm. Das Kabel war an sich noch in Ordnung. Es mussten lediglich die Kontakte wieder in Form gebracht und mit dem Trägermaterial neu verklebt werden. Aber wie wir dann feststellten, war es nicht die Ursache für die fehlenden Töne. Die Stimmung sank auf den Tiefpunkt. Denn das bedeutete, dass wahrscheinlich doch ein Filterchip defekt war. Diese sind mittlerweile sehr teuer und auch schwer zu bekommen. Um den defekten Baustein zu lokalisieren, untersuchen wir die 6 Chips mit einem Oszilloskop. Bei einem Vergleich untereinander ist der Übeltäter schnell gefunden und da wir ja bereits alle 6 Stimmen gesockelt haben, brauchen wir den defekten Chip nur noch mit dem neuen auszutauschen. Ja, wie zu hören ist, können wir jetzt wieder alle Töne spielen. Das hat geklappt. Nichtsdestotrotz bleibt aber die Tatsache, dass sich der Synthesizer nur eingeschränkt bedienen lässt. Bleibt immer noch das Problem mit dem nicht funktionierenden Bedienpanel. Es wurden mittlerweile alle Leitungen, Verbindungen und Lötstellen überprüft, sodass die Annahme besteht, dass ein Defekt im IC18 vorliegt. Dagegen spricht allerdings, dass das rechte Panel und das LCD-Display, die auch direkt mit dem IC18 verbunden sind, einwandfrei funktionieren. In diesem Zustand haben wir hier lediglich einen Preset-Synthesizer. Man kann weder die Patches editieren, noch kann man irgendwelche Parameter ändern. Nur die im Gerät fest abgespeicherten Töne sind anwählbar. Hätte man jetzt einen Ersatz für den vermutlich defekten IC, würde man einen Austausch versuchen. Leider ist dieses Ersatzteil nicht mehr zu bekommen. Man bräuchte dafür einen Spender wie etwa das Effektgerät Roland GP8 oder einen von den beiden Samplern MKS100 oder S220. Aber auch im Roland S10 befindet sich dieser Chip. Aber das wäre jetzt zu schade, diesen funktionierenden Klassiker zu opfern. Vielleicht gibt es Zuschauer, die so etwas haben und den Synth Hunter helfen, den Roland wieder vollständig zu reparieren. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Und ich hoffe, dass es bei eurem eigenen Projekt hilfreich ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hoffentlich wieder.